Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play. Das Kaninchen mit dabei sind Flummi. Hi. Henry. Hallo. Und Insanity oder Jens. Falls ihr euch wundert. Falls ihr die mal anders sagen. So, wir sind sehr dicht in der Nähe der Stelle, wo wir hinwollen. Wo dann die Verstärkerpläne sind. Die müssten hier irgendwo in diesen Häusern sein. Warum auch immer die hier in diesen Häusern sind. Da, das Gebäude. Das Weiße. Seneca Rocks Besucherzentrum. Da vorne ist noch ein schönes... Ah, das sieht so schön aus hier alles. Die Vögel, die zwitschern! Ah! Ich stehe hier auf. Oh, die sind vergiftet. Die sind krank. Was war das gerade? Ich bin krank. Ich habe Schlaglunge. Was bist du? Was ist das denn? Wendigo. Oh Gott! Wendigo. Ausgehungert, 32. Ja, endlich, der nicht feststeckt. Ah! Ich bin hier irgendwie runtergefallen. Ah, ich auch! Hallo, Flummi. Ich bin dabei. Hallo? Du bist zum Glück nicht alleine. Nee. Okay, ich würde sagen, es ist, das ist der Moment, wo es First Person... Aua! Au! Gitarre gegen Wendigo. Mach landen. Oh, der schreit. Au. Wendigo! Er ist tot. Sehr schön. Experimentell irgendwas... Oh Gott, hat er geile Sachen. Alter, what the fuck? Ich bin jetzt noch nicht überladen. Okay, der liegt bei euch woanders, ich merke schon. Ach du Jemine. Was ist denn ein experimentelles MIRV? Ich weiß nicht, was... MIRV, wenn es das ist, was ich denke, es ist ein mehrläufiger Raketenwerfer. Es ist ein mehrläufiger Raketenwerfer, Stufe 25. Mini-Atombombe. Damit kannst du die Atombombe schießen. Mehrere, oder? Nee, eine halt immer nur. Nee, das war die Fat Man. Ich glaube, das ist nur eine Wurfschiene. Ich kann es ja noch nicht anprobieren, weil 25, aber... Trotzdem, eine Fat Man! Das heißt, oh, da ist eine Red Rocket, da können wir gleich mal reingehen. Oh, sehr schön, dann war erstmal wieder Platz. Was ist hier, ein Empfang? Hier müssen auch noch die Leichen noch geplündert werden, ne? Von, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Von den anderen, die ja mitgespielt haben. Ja. Gut, die waren ja alle nicht so besonders. Nicht im Vergleich zu Wendigo. Das war ein bisschen lustig, muss ich sagen. Das hatte was. So, wo war hier, was war hier drin in dem... ...in dem Haus? Ich soll hier zu ihm, aber hier ist nichts. Hier oben geht's rein. Das sind zwei Punkte. An aber der Leiche da oben. Ja, aber ich hab hier nichts an der Leiche. Also, hier ist ein Punkt, aber... ...hier wird nichts angezeigt. Stimmt. Nur der Eigentümer des Quests kann das aufsammeln. Hier ist ein Verstärkerknoten in der, wo ich bin. Die Baupläne sollten eigentlich selbsterklärend sein. Für jemanden, der ihn oder die Erfahrung, Transponder. Psst. Bauplanverstärker. Ja, ich hab meinen. Okay. Da ist noch ein Knoten drin für einen von euch. Ja. Okay, dann musst du mal beide durchsuchen und einer hat es dann zu verlieren. Will jemand eine creepige Puppe haben? Nein. Verstehe ich gar nicht. Hier ist ein Bauplan drin. Bei mir nicht leider. Was denn für ein Bauplan? Warte. Roboterrüstung mit tiefen Taschen. Nice. Die Roboterrüstung sind ziemlich gut. Muss man natürlich erstmal haben, weil du hast jetzt mal die... Hinter der... Oh mein Gott. Was ist das denn? Nee, gibt's Honig. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Da möchte ich nicht in den Nahkampf. Nur auf uns. Okay, sie ist tot. Sie ist tot, Jim. Alter, was ist das denn? Honigwabe. Gibt's Honig? Der Honig. Honigwabe ist aber noch da. Gatling Plasma. Ja, das ist, glaube ich, der Moment, wo wir alle wieder ein Foto machen wollen. Oh ja. Da war ja was. Ich glaube, die ist mutiert. Einer steht im Weg. Seh. Warte, ich brauche noch eine Pose im Moment. So. Tschakka. Habt ihr alle? Warte. Ja. Jetzt. Sehr schön.
Aber Alter, war da was drin eigentlich in dem Haus, in der Butze? Kann man da rein? Konnte man da rein? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier ist eine Werkbank. Oh, bitte ohne Kiste und Stash, jawoll. Ja. So. Toll, das experimentelle Ding, das kann ja auch eigentlich verschrotten, ne? Die Frage, wie schnell du an sowas wieder rankommst. Das weiß ich nicht. Ich habe auch Gatling Plasma Stufe 40. Was? Ja. Warum hast du eine Gatling Waffe? Hatte die Biene. What the fuck? Das glaube ich mal zerstören. Ich habe einen Kryolator. Was ist das denn? Eine Kältewaffe, also damit kannst du Gegner einfrieren. Stufe 25. Das war das wahrscheinlich, was der andere als Feuerwaffe hatte, sowas, ne? Ja, nee, das ist halt wirklich ein Flammenwerfer, der einfriert. Okay, die wiegt, das Gatling-Plasma wiegt 18 Kilogramm. Der MR, das MIRF. 24. Ja, toll. Oh, ja, aber hallo, dann kann man taktische Atombomben abschießen. Ja. Dafür gibt es ja auch dann die Power-Rüstung. Das ist wirklich was für eine Power-Rüstung. Scheiße. Ich will die nicht wegwerfen. Oder glaubt ihr, dass wir nochmal eine bekommen bis Level 25? Na klar. Wahrscheinlich, aber. Also weg? Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass die einmalig ist? Das ist nicht einmalig, das Zeug. Das ist ja Quatsch. Ja. Das ist ein MMO jetzt hier. Der Kryolator wird dementsprechend auch nicht einmalig sein, ne? Nein. Weil Level 25 dauert halt ewig, bis ich da bin. Meine Kiste ist eh voll, ich kann nichts. Meine ist auch rappelvoll. So. Jens, soll ich dir nochmal Munition rauslegen? Wenn du hast, gerne, ja. Bin auch dabei, ganz gut. Nicht so viel mehr, die meiste hast du ja schon. Also ich glaube, ich werde jetzt zum Abschluss des Tages zu dieser Station gehen, hier an den Bahnschienen. Und die Richtung Hatta. Süden ist. Ja. Ich habe Fusionszellen für dich. Oh ja. Das sind nur 5 Stück, aber. Naja, 5 Stück sind 5 Stück. Okay, leg sie alle einzeln von mir aus. Das dürfte doch eine Bahnstation sein. Ne? Dankeschön. Wo willst du jetzt hin? Ich habe auch noch eine Gamma-Kanone gefunden. Ich weiß auch nicht, ist das eine Bahnstation? Das ist klar, wahrscheinlich. Sie sieht aus wie eine Pistole, wo jemand eine kleine Satzschüssel vorne rangeschraubt hat. Kannst du die benutzen? Nee. Ein Alien-Laser? Nee, ich glaube, das sind die Waffen, die Ghule heilen und alle anderen nur mit Strahlen. Die machen nur Strahlenschaden, ne? Noch rein Strahlenschaden? Das Ding macht 125 Strahlen und 45 normalen. Okay. Ich glaube, hier ist keine. Oh, es ist schon 0 Uhr. Oh Gott. Oh Gott, okay, ja, dann werde ich auch mal aufhören. Ja, ich glaube dann. Tja. Dann. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt danach hin? Signalstärke suche nach irgendeinem Duplexer. Ja, einer ist im Flugzeugteil. Unten. In der Flugzeugstadt bei meiner Basis. Okay, ich sehe es. Und der andere ist unter dem Top of the World. Leider an Schlacklunge. Glückwunsch! Was ist das? Warum? Das ist eine Krankheit. Ja, aber woher habe ich die jetzt? Nehmen. Hier waren alles kranke Gegner. Heilmittel essen. Ja, aber jetzt so plötzlich? Vielleicht hast du schon ganz Zeit dran gelitten. Nee, habe ich ja eben nicht. Heilmittel. So. Heilmittel? Mhm. Hat man nicht so viel davon, ne? Nee. Vom Herstellen vielleicht irgendwann. Na, ich krieg nur die Zutaten immer nicht so. Ich lock mich einfach hier in dem Red Rocket aus. Ja, denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war sehr lustig. Und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Oder irgendwo in der Nähe. Tschüss. Das war jetzt eine kurze Folge. Ja, das schneide ich zusammen. Also für die Zuschauer geht's jetzt instant weiter, aber stimmt, warum habe ich mich verabschiedet? Damit du es rausschneiden kannst. Ja, genau, das war der Sinn und Zweck. Gut, cut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play. Das Kaninchen heute mal ein bisschen anderes und sehr angenehm im Outfit, wie ich finde. Ich finde das sehr schön.
Es hat was. Flummi telefoniert ein bisschen. Ja. Mit wem telefonierst du? Mit Henry? Henry, der ist doch hier. Was? 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 Der ist da. In Unterhose. Genau, in Unterhose. Ja. Wieso sehe ich immer noch Clown-Kostüm an? Clown-Kostüm an. Genau, zieh doch mal. Das, komm, also mal ganz ehrlich. Ich finde, das, was er trägt, ist ein Clownskostüm. Ja. Wir haben ein bisschen... Ja, also Solo gespielt klingt jetzt falsch. Wir sind... Oh Gott, das wird schrecklich. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt und ein bisschen hier und da gespielt. Deswegen habe ich jetzt neue Ausrüstung und wir sind ein paar Level höher. Wir haben aber eigentlich storymäßig nicht viel mehr Fortschritt gehabt. Jetzt. Wir haben hier oben noch ein bisschen Spaß gehabt. Und jetzt... Die Schuhe, scheiße. Die Schuhe sind super. dann zieh deinen Volt-Anzug an, dann sieht man die Rüstung. Die Schnee, lass das. Das ist super. Du brauchst noch ein anderes Kostüm, Flummi. Dann sind wir das richtige Zirkus-Outfit. Haben wir das richtige Zirkuskostüm hier. So. Hast du noch was? Dann trägst du immer noch das gleiche? Dann nee, Greaser. Ich sehe doch voll gut aus jetzt. Dein Greaser-Outfit trägst du jetzt gerade. Nee. Doch? Nein. Doch! Warum hab ich denn... Ich kann die Lumpen mit Kapuze und dann kann ich die anderen Sachen nicht anziehen? Was gut. Was ist das denn? Wir wollen jetzt die hier... Die sieht aber gut aus. Das sieht so wie eine Wüstenprinzessin aus. Du bist eine Wüstenprinzessin, okay. Also wir haben einen Clown, eine Wüstenprinzessin und einen Warum seht ihr das Priester. Nicht? Nur mal so nebenbei, das ist wirklich ein also Priester ist es nicht, aber das heißt... Siehst du das nicht? Nein. Okay, dann kann ich das Greaser anfangen. Ja, rituelles Gewand und eine rituelle Maske. Das ist ja ist doch auch eine... Na Gott, egal. Ich kann da die Rüstung nicht drunter anhaben. Dann ist es kein Mode-Outfit. Das stimmt, das hat Schutzresistenz 0-0. Geil. Aber warum? Wir bitten darum. Sieht aber gut aus. Sehr schön, das ist super. Ah, das ist wieder ein Clown-Outfit. Hab ich noch was anderes? Country Roads. Oh, ich muss kann so einen Dreiteiler anziehen. Oder Inspektoren-Outfit. So, wollen wir mal los oder nicht? Ja. Dann geh mal vor, wo musst du hin als erstes? Hier runter, glaube ich. Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Musst du kurz meine Skills ändern, weil ich war noch im Baumodus. Ja, hier runter, den Schienen einfach folgen. Ich habe jetzt gestern Country Roads auf der Ukulele so eher in dem Tempo hier gespielt. Rechts, links von uns. Level 22er? Taxis. Ja, die sind hart. Ja, wir sind zu dritt, wir haben 48er hingekriegt. Kommunistenmade. Ah, da wir haben noch eine bessere Waffe für sowas. Grenade! Leutnant. Ich hab eine Plasmagranate. Geht raus. Hübsch! Er brennt. Er lebt noch. Plasmagranate geht raus. Er ist tot. So, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh. Der trifft die das überhaupt? Ja. Ja, bei ein bisschen. Plasma? Weiß ich nicht, ob Plasma bei denen Schaden macht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt verschiedene Schadenstypen. Ich glaub nicht. Hier ist noch irgendwo einer, auf jeden Fall. Muss man ein bisschen aufpassen. Bei mir steht noch Gefahr. Biometrische Scanner haben die. Hier ist ein Safe, Skill 2. Ja, mach ich. Warte, wo? Achso, hast du auch. Hab ich. Gelernt. Theoretisch. Also mein Charakter ist nicht. Knack, kaputt. East Offen. Großhelfen interessiert mich nicht. Man hat so. Hier ist noch ein Gitarrenschwert. Ist allerdings im Safe, also nicht für euch. Ach so.
Welches Level? Ich hab's jetzt nicht rausgenommen, ich hab schon eins. Ja, aber guck mal, welches Level? Vielleicht ist es levelmäßig besser und er macht mehr Schaden. Ich habe ein Level 15er. Beide. Okay. Beide? Ja, ich habe jetzt zwei. Ich leg das eine hier jetzt hin für Henry. Was denn? Ein Gitarrenschwert. Oh nein, das brauche ich nicht. Ja, dann lass es hier liegen. Raider Power. Irgendjemand hat da doch eine Power Armor. Warte mal, kann ich die benutzen? Ich könnte. Möchte jemand eine Raider Power linker Arm? Nee. Ich hab keinen Überblick, welche ich habe. Ja, ja, aber die kann ich benutzen. Also die ist in unserem Level, die ist Level 15. Ja, ja, die habe ich auch, glaube ich. Ich weiß nicht, welche ich habe, aber. Okay. Ich nehme die mal mit. Wobei, das frisst so viel Raum, ne? So viel Gewicht. Das ist das größte Problem an dieser ganzen. Sie haben ja jetzt gesagt, warum sie das gemacht haben. Mit den Stash. Das haben sie jetzt ja in einem Post gesagt. Das darfst du nicht sehen hier. Was darf ich nicht sehen? Ist hier im Regal. Und warum? Also wegen technischen Problemen. Genau. Meine Antwort darauf. War das? Nix, das war meine Antwort auf das, was da war. Genau, wegen dem Platz und Stabilität der Server. Kann ich mir aber schwer vorstellen. Oh, hier ist er. Der ist legendär. Leute, wir haben einen legendären Level 22er Mr. Gatsi. Der abhaut. Grenade ist raus. Nee, die hat irgendwie keinen Schaden gemacht, aber ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass er weggerannt ist. Nee. Was ist der denn? Die machen keinen Schaden. Wieso rennt denn der weg? Naja, der ist ja vor allen Dingen auch weg, Henry. Der ist weg! Er ist einfach verschwunden! Nee, der ist noch irgendwo. Ich sehe ihn. Also, er wird mir angezeigt. Bei mir ist er weg. Du? Bist du da hochgeglitscht? Weil er ist abgehauen einfach. Ja. Der ist clever. Du musst hier lang, ne? Ja. Ich möchte den Legendären aber töten, er hat eine legendäre... Na schon, aber wo ist er? Ist weg. Was machst du denn? Brauchst du die nicht aus? Nee, ich gucke, ob der vielleicht einfach irgendwo in der Wand geglitscht ist, sozusagen, weißt du? Ah, tja. Schade. Das war der Legendäre. Oh, ich bin... Ach, scheiß auf diese Power-Armor-Kacke. Ich bin trotzdem noch überladen. Man ist so schnell überladen in diesem Spiel. Da ist er wieder. Er redet jedenfalls mit mir. Da ist er wieder. Er ist wieder da. Wer hat noch nicht drauf geschossen? Okay. Nachtaktiver Boxhandschuh. Wow. Bei mir hat er einen nachtaktiven Boxhandschuh gehabt. Stärken Raider Brustteil. Verleiht bis zu 35 Energie und Schadenresistenz. Das Junkies Todes Amborin. Was denn für ein Scheiß? Das klingt nach einer Nahkampfwaffe. Ja, das ist so ein dober Faust. Ja, so ein Schlagring. Das war nur das Problem an den ganzen Legendären. Die haben teilweise echt coole Sachen und teilweise auch einfach nur Schrott. Aber Schaden? Oh, das sieht heiß aus. Wie lust. Wir haben. Kann das sein, dass wir jetzt wirklich alle richtig Instrumenten. Wir können Instrumentenwaffen mit. Wir jetzt noch diesen. Dieses Dings von oben. Diesen Hammer. Ja, ja. Ist mal richtig, können wir eine Band machen? Katastrophe, ey. Okay. Let's go. Henry, du teilst nicht. Ich habe keine Karte und ich habe kein Charisma. Kannst du Charisma nicht wenigstens auf 3 bringen? Warum? Also ich finde es immer noch lustig, dass ich der Einzige bin, der Charisma nichts geben wollte. Keiner Charisma. Der als erstes auf 3 hatte. Ja, jetzt. Also ich habe in meinem Plan Charisma zwar auf mit 3,
Punkten. Das sind Gegner. Ich hab 6. Ah, schön. Es ist einfach. Es ist. Gut. Ja. Und ihr müsst jetzt einen Bären töten, habe ich gehört. Ja, das musst du dann auch. Yay. Ich habe den schon einmal getötet, aber es war zu früh. Hier. Wir müssen den auch irgendwie nicht töten, wir müssen den mit so einer Injektion. Brauchen wir einen Injektor denn? Ja, den kriegst du dann aber. Ach so. Du musst den auch noch modden, du kriegst auch eine Mod dafür. Spoiler! Entschuldigung. Dann sage ich nicht, was hier jetzt gleich auf dich wartet. Spaß und Freude. Oh, stimmt. Ich bin vor dem weggerannt. Nein, Spaß und Freude wartet hier. Wir sind zu dritt. Ich lass euch mal vorgehen. Ach, wir sind zu dritt in dieser Angst hier. Weißt du, und da sagen sie Angsthasen. Und dann die Menschen hier haben ja Angst, weißt du? Ich kam quasi. Achso, ich hab mich da von einer anderen. Muss man hier rein? Nee. Ecke rangepirscht. Nee, wird plötzlich dunkel. Ah, es wird Nacht. Irgendwer schießt? Ja, ich. Aber ich treff nicht. Guck mal, ob du dich da reinschleichen kannst in deinem Target. Wieso soll ich mich schleichen? Wie ist eine Kiste? Ja, da wo du hin musst mit deinem Questmarker. Muss ich mich reinschleichen? Nein. Oh! Nee, die sind noch nicht so schlimm. Da ist noch was anderes. Was? Du bist irgendwie tot? Warum bist du tot? Die haben die Granate direkt vor mir in der Luft zerschossen. Gib dir Deckung. Dankeschön. Ja. Die haben die Granate in der Luft getroffen, glaube ich. Okay, geil. Okay. Haben wir alle? Also da wollen wir den da vorne auch noch nehmen. Also nicht den hier, sondern den wir gerade nicht sehen. Den wir gerade nicht sehen. Den, von dem ich immer weggelaufen bin. Ja, wir nehmen jeden mit. Dann habe ich aber Angst und dann werden wir sterben. Ich war schon tot. Ich habe meinen Job erfüllt. Dann hast dein Soll schon erfüllt. Genau, ne? Jetzt seid ihr dran. Wo ist denn hier? Oh, der hat den Bauplan. Da drinnen muss man rein, ne? Muss man die Tür öffnen? Ja, komm mal mit hier. Von der anderen Seite kommst du da eigentlich problemlos rein. Hier hinten rum. Hüpf. Dann nach links. Da schießt einer. Ein Augenbot Level 1. Und ich treffe ihn nicht. Irgendwas schießt da noch? Ja, da ist noch ein Mr. Gutzi. So, oh, Bauplan Sturmklinge. Das ist natürlich schön. Summklinge, nicht Sturmklinge. So, und da, die Tür muss man öffnen und dann seid ihr weggerannt, oder wie sehe ich das? Nee, wir gehen gleich hier mal rum und dann wirst du wegrennen. Okay, ich renne nicht weg. So, ich habe den Bauplan. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, gut. Wo wollt ihr denn... Ja, komm mal mit. Den Bauplan? Du brauchst doch diesen Sender, oder nicht? Ja, mein ich ja. Ach so. So, wir gehen jetzt hier mal rum. Geh hier rum. Ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht festbackt. Da siehst du das schöne rote Licht leuchten. Ja, guck mal, den nehmen wir. Das ist nur Level 30. Das... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich hier rumkomme. Also. Komm mal, der hält doch kaum was aus. Ist ja schon fast kaputt. Wo kommt man denn da am besten mal rein? Zu dem. Was ist der überhaupt? Hier kommt man lang. Okay. Oh, jetzt zeigen die ihre Wirkung, die Granaten. Was ist der denn? Okay. Das explodiert. Das ging aber schnell. Waren drei von meinen Granaten. Fusionskerne, Fusionszellen. Schaltkreise, Antiseptikum. Da ist noch was hinter uns. Ist weg. Warum? Weil es uns angegriffen hat. Also da unten in der Halle ist auch noch eine Power
Rüstung möglich. Dann lass mal schnell mal gucken. Nicht, ist ja nicht so, dass als hätten wir gerade eine Power, nicht gerade Rüstung. Oh, hallo, wo kommst du denn her? Wir sind, Die bringen 50 EP, die Affen. Das sind Roboter. Echt jetzt? Wenn man treffen würde. Stahl brauche ich nicht. Ist da noch einer? Hier ist ganz viel Radioaktivität, kann das sein? Ja, das sind diese Kisten. Weichenzentrum. Wow. Keine Weiche. Ach shit, ich habe keine Plasmagranate mehr. Hier von hinten ist auch noch irgendwo einer, oder? Ist aber lustig, dass hier mal andere Gegner sind. Vorhin waren hier Mutanten. Das finde ich auch. Das tun die abwechselnd. Ja, das ist ganz nice. Blei. Irgendwo ist noch einer. Neben uns. Fusion. Vor uns ist auch noch was. Der hat eine Krone. Gehabt. Und ist tot. nix gesagt. Zerstöre Roboter 101 von 101. Glückwunsch! Oh, Fusionswellen Stealth Boy Mark 3. Ich wusste gar nicht, dass es Marks dabei gibt. Nee, ich auch nicht. Die halten vermutlich einfach in Anführungszeichen nur länger. Hinter uns sind wieder Gegner gespawnt da oben. Oh, sind wir doch. Das ist auch noch ein Haus, wo man rein könnte. Oh, hier ist auch noch einer. Hallo. Ja, hier in der Halle rechts ist, war vorhin eine Power-Rüste. Dann lass doch mal reinschneien. Weil die, vielleicht kann man sich wirklich... Oh, das mehr ist noch, das sind auf jeden Fall Freunde. Da ist noch einer da hinten. Ja. Das sind ja nur Level 5. Nee, das ist ein Level 14er. Okay. Aber... Weiß gar nicht genau, weil ich glaube, die stand hier vorne, wenn... Hier ist eine Riesenwerkbank auf jeden Fall, falls jemand noch eine Waffenwerkbank braucht. Nee, die ist jetzt nicht hier. Ah, macht nichts. Aber hier stand eine rum. Ja, man findet ja eigentlich wirklich genug, sagen wir es mal. Also die Angst, die man am Anfang hatte, weswegen wir unsere alten auf unserem alten Charakter. Wie bitte? Was? War gerade am Erklären oder so, ruft der, bringt hier. Bringt die Sau um! Also man hat ja am Anfang gedacht, dass man so wenig davon hat, deswegen haben wir die unseren alten Accounts behalten und das ist nicht nötig. Brauchen wir ja gar nicht übertragen. Genau, man findet echt genug davon. Alter. Ist da draußen, herrscht Krieg? Oh, hier ist einer drinne. Hier draußen ist ein bisschen Action übrigens. Ja, hier drinne auch. Hier drin auch. Shit. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Henry, heil dich. Ja, stimmt. Alter. Oh, hinter dir. Das war nur ein Level 1. Ah, da sind noch mehr. Die sind nicht Level 1. Nee. Oh je. Aua. Aua! Gefällt mir gar nicht. Lass mich. Wo sind die? Der ist weg. Draußen laufen noch welche rum. Der kommt wieder rein. Der eine. Der brennt. Granate? Ah, und. Ach, Molotov-Cocktails. Aha. Ja, aber das bringt gar nichts bei denen. Na, auch die kriegen, glaube ich, auch Damage über die Zeit, oder? Wenn die brennen. Ich weiß nicht, ob die Energieschaden bekommen. Stretz! Spontaner Stretz. Die brauchst du auch, ne? Oh, ja. Warum sammle ich jetzt den Stahl ein? Blöd. Blei sammle ich ein, weil ich habe gesehen, dass ich... Kann ich mal den Stahl abschmeißen?
Ernsthaft noch mehr? Stahlschrott hier. Hier können wir aber mal abwerfen. Oh Gott, hier sind ganz viele. Ah, falscher Knopf. Hier ist eine Horde. Lieutenant sagst du, okay. Leutnant kannst du auf Deutsch sagen, ja. Uiuiui. Ich glaube, das ist unsere Granate. Das war unsere. Entschuldigung, hätte ich sagen sollen. Ah. Scheiß. Stahl will ich nicht. Wo ist denn der hin? Der Leutnant. Wo ist denn der hingeflogen? Weiß ich nicht. Nein, so eine Leiche ist weg. Der hatte da bestimmt spannende Sachen, die das Leben leichter machen. Ach, Quatsch. Da liegt er vielleicht. Da unten liegt er bei mir, hier unterhalb der. Hier ist er bei mir hingefallen. Ja. Sehr gut. Fusionszellen und Schallplatte. Ah, hier ist er. Platte. Okay. Dass er überall woanders liegt. Gut, das heißt, hier drin ist noch nix. Ihr wart ja hier schon. Ist hier noch irgendwie was interessantes? Ich war hier. Also, ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Henry, warst du hier schon? Nein. Das eine Mal war es voll easy und auf dem Rückweg, also heute da auf ein Klebeband. Jawohl, Klebstoff. Schwer. Alter, Klebstoff, stimmt. Ich fällt gerade ein. Oh Gott, ja. Und das ist Blei. Müssen wir wieder Klebstoff sammeln. In diesen Waggons sind doch immer noch mal kleine Hüte, also da haben sich Leute eingenistet. Ach, diese scheiß Camper immer, ey. Eigentlich eine gute Idee, muss man ja sagen, so in einer Apokalypse. Hast einen kleinen, kannst du auch zumachen mit Metall, das ist also relativ gut geschützt. Ja. Und hat denn das geplatzt da? Halluzigen-Zylinder? Klebeband! Wieso kriegst du Klebeband? Weil ich danach gucke. Ich hab auch danach geguckt. Irgendwie ist ja noch ein Protektron weg. Oder dann zwei. Fusionskern. Ganz deine Powerrüstung. Ach, ich hab so viel von dem Scheiß. Uiuiuiui. Da kommt noch einer. Ach, wie süß. Der kam nur um die Ecke gescheißert. Wollte mal Hallo sagen. Uiuiuiuiuiui. Der hat gut gesessen. Level up schon wieder, ey. Glückwunsch. Geht gerade, aber schnell. Ja, also da, ich weiß nicht, hast du irgendwie Perks dafür? Ja. Ah, okay. Im Team. Kann ich euch auch teilen, wenn ihr wollt. Ich hab die... Warte. Inspirieren? Kann den ja mal teilen. Eins? Ja. Hab ich auch. Achso, dann brauche ich den ja nicht teilen. Vielleicht Henry das noch nicht. Ist da nicht so ein Teamspieler? Mit Charisma 2. Der Charisma nicht skillt. Wo gehen wir jetzt hin? Also theoretisch müssten wir ja jetzt nach Norden für mich. Ja, das sind ballistische Waffen. Werfwurfgranaten. Okay, cool. Oder? Also so Raketenwerfer oder so. Ja. Oder sind unsere Waffen ballistisch, die ganz normalen, alle? Ich glaube nicht. Nee, irgendwas mit Werfen. Ich muss erstmal ins mein Flugzeug, da können wir uns schnell zu meiner Basis teleportieren. Das Flugzeug ist ja direkt daneben für den... Ne? Ja. Ich kann mich nicht teleportieren, weil ich überladen bin. Dann werf irgendwas ein. Kann auch zum Flugzeug teleportieren, dann kommt ihr nach. Ah ne, deine Basis ist ja kostenlos, ne? Genau. Und die ist ja nur 2 Meter weiter. Ja. Ah, viel zu viel Essen. Ganz ehrlich, viel zu viel Essen. Dann futter was weg. Mach ich auch gerade. So, dann auf zu meiner Basis. Da seid ihr schon. Sehr gut. Die musste ich umbauen, mal wieder. Denn... Die Stelle ist gerne scheinbar sehr beliebt. Da sind immer wieder andere Basen auch. Und es wird schon wieder geschossen.
Aber ich habe so ein kleines zweistöckiges Gebäude gerade. Mit einem kleinen Ring. Dann können wir ganz kurz gucken. Wir machen kurz eine Sightseeing-Tour. Ein bisschen Karotten und Brombeeren hier vorne. Und auf dieser Seite, au, sind denn Mais und Tatobeeren und Wieso treffe ich das Ding nicht? Weizen und eine Vogelscheuche, die das böse Pack verscheucht. Und dann kann man hier reingehen. Drin ist noch nicht so viel eingerichtet. Da war ich jetzt, da hatte ich nicht wieder viel Lust. Hier unten sind halt die ganzen Werkstätten. Ein Bett und dann kann man hier oben rausgehen. Auf einen kleinen Ring und dann kann man hier zugucken, wie die anderen gegen Mutanten schießen und kämpfen. Er schießt hier auf mich. Wo? Hier ist ein Roboter bei mir in meiner Basis. Das ist ein Ghoul. Wieso stehen. Sind die mitgekommen? Oh, jetzt irgendwie. Lockt ihr die Probleme an, ey. Ernsthaft. Und meine Mine für Kupfer, aber. Bäh. Ist hier vielleicht gerade das Event? Weil hier gibt es ein Event auch. Beim Sendeturm. Weiß ich nicht. Nee, ist gar nicht gesehen. Nee, hier ist gerade keins. Hallihallo. Oh, noch Klebeband, einer. Klebeband. Jawohl, ich liebe es. Alter. Impro, okay. Was ist das denn für eine Idee? Das ist übrigens auch was Schönes an dieser Basis hier. Man hat ständig Zustrom von Mutanten. Und es ist immer ein Level 16er dabei. Und mit Level 5 und Level 16er, das ist ganz schön. Kann man sich ruckzuck immer wieder ganz schnell mal die Taschen mit so Schrauben oder Federn oder sowas da. Zahnräder haben die gerne mal dabei. Und da cool, er zeigt mir sogar beim Suchen Gemüsestärke an. Wenn du Kleber suchst. Ja. Wo geht's rein hier? Du hast ja eine schöne Tür. Ja, ne? So. Warte mal, das ist. Rechtes Bein. Das wollte ich nicht. Lass mich raus, bitte. Nein. Abbrechen. Auf so viel Schrott. Das ist, also, man hat auch einfach genug von einigen Sachen, finde ich, ne? Mhm. Ja. Ist ein bisschen unausgewogen. Boah, ist ja okay. Muss man halt einfach ein bisschen drauf achten, was man denn noch einsammelt. Also zum Beispiel Stahl kann man wirklich komplett ignorieren. Yep. Und Holz und sowas. Wobei, mich hat schon einer auch in den Kommentaren mal gefragt, wo man Holz findet. Das heißt, es scheint auch einige zu geben, die da Probleme haben, Holz zu finden. Ach, vielleicht, ja, wenn man es nicht weiß, aber wenn man es weiß. Wie kommen wir denn rein in dein Haus? Das ist die Tür. Ach, hier. Nicht doof. So, und wie mache ich jetzt aus dem Gemüsekleber? Gemüsekleber? Herstellen? Ne, muss einfach, wenn du Gemüsekleber hast, dann kannst du den einfach zerschrotten. Das ist direkt Kleber. Ach so. Ah, ich bleib dabei. Gut. Oh, mein Lebenspunkteleiste hat sich ein bisschen verkürzt. Das ist ja nicht schön. So, dann essen wir davon ein bisschen was. Dann haben wir hier bestimmt auch noch irgendwie was zu trinken. Hier, da ist auch kein Trinken bei, aber es ist egal. Ja. Dann holen wir jetzt noch schnell den Transponder, den Smoo Transponder. Wir schnell mal nach Kleber geguckt haben, weil Kleber ist Mangelware. Ich müsste das mal markieren. Damit ich auch Kleber sehe.
Das geht in diese Richtung. Ich warte ganz kurz ein, hier vorne. Ich stelle mich nochmal von den Gegnern weg, potenziellen. Ich pflanze mal kurz meine Pflanzen an. Hast du dein Camp hier in der Nähe aufgestellt? Ja. Okay, dann gucken wir mal kurz Flummis Camp an. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich will es nur mal ankündigen. Ich habe einen gestohlenen Terminal-Code für eine Vault irgendwo. Was? Für welche Vault? Weiß ich nicht. Wir haben einen Vault gefunden, wo wir einen Code brauchten. In der Beta. Ja, ich weiß. Wo hast du denn den her? Oben, ne? Also unten im Süden war das, glaube ich, ne? Irgendwo bei Top of the World war der, lag der rum. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist cool. Und wir haben auch schon die ersten von diesen Codes für die Abschussvorrichtung der Atomwaffen. Wo sind, kann man die irgendwo sehen? Da, weiß Silo Bravo Code Abschnitt. Davon haben wir schon die ersten. Nicht, dass wir in nächster Zeit da mal hingehen würden, aber wir haben's. So, das ist Flummi. Auch ein bisschen Farmland, wie ich sehe, ein überhängendes Gebäude. Ich kann mein Wasserdings aufstellen. Jetzt hier rein, erstmal nach oben. Da du hast diesen Weg gewählt mit möglichst wenig Grundflächen, ja, oder wenn man das überall hinstellen kann, am leichtesten. Genau. Eine Jukebox. Und bei mir wird schon wieder geschossen. Poster. Ein Bett und auch alle Werkbänke. Hübsch, hübsch. Nein, ich bin erst gesperrt. So. Das Problem ist, es wurde auch gewünscht, mal irgendwie Steingebäude zu bauen. Ja, es gibt Steingebäude, natürlich. Aber dafür brauchte man nicht nur die Zutaten für Stein, natürlich. Sondern man muss auch hier die Baupläne natürlich wieder haben. Ich habe jetzt zwar den Bauplan für Lagerwände. Also ich könnte jetzt solche Lagerwände bauen, die sehr hässlich aussehen, wie ich finde. Da sieht Holz wirklich besser aus. Ich kann ja mal eine ganz kurz bauen, damit man die auch sieht, damit man die mal in Action sieht. Ja. Ha, bitte. Da oben, so sehen die aus. Und das sieht halt sehr schäbig aus, wie ich finde. Ja. Davon habe ich halt den ganzen Kram, aber... Oh, ihr habt Spaß. Ja, Level up! Woo! So muss das sein, so muss das laufen. Ich glaube, ich nehme fürs Endurance mal. Kann, glaube ich, auch nicht schaden. Oder haben wir noch irgendwas Spannendes? Quacksalber, genau. Ich kann Spiele mit Spirituosen wiederbeleben. Profi-Hacker. Wie davon haben wir den Max-Rang? Verteidiger! Ja, ich kann bessere Fallen herstellen. Cool. Das lerne ich. Das ist super. Das ist wirklich super. Können wir gleich mal gucken eigentlich, oder? Was man da denn jetzt vielleicht herstellen kann? Ja. Ich muss jetzt erstmal warten, bis das... Ist das? Das wächst. Du kannst bei mir ernten, wenn du möchtest. Falls du irgendwas Besonderes brauchst. Willst du dir nicht Gemüse stellen? Was ist los? Stimmt, das hätte ich machen können, ja, das stimmt. Ich habe noch so eine Anforderung eines Vorrats. Da habe ich auch noch ganz viele. Ich kann eine Schrotflintengeschützturm bauen. Soll ich dir mal Schrotflintengeschütztürme bauen? Wenn du willst. Ist die Frage, wohin? Die braucht aber Strom, braucht der. Weiß nicht, ob du noch Strom hast. Ein bisschen. Ich baue dir mal einen, dann kannst du den ja selbst überlegen, wo dir, wie du das machst. Ich baue den mal hier unten mit hin. Und dann guckst du dir an, wer das machen möchte. So.
dann gehe ich auch mal ganz kurz zu mir und mache noch schnell Gemüsestärke, während Henry sich ja um familiäre Pflichten noch kümmern muss. Was? Klang so. Nichts klang so. Ich meine, Familie ist wichtig. Hab ich mal gehört. Was brauchte man denn für Gemüsestärke? Weiß das einer spontan aus dem Kopf? Mais, Tato und Mutterbeere. Okay. Also die Sachen hier drüben. Schnell mal alles einpflanzen. Abernten meine ich natürlich. Schnell Durchlauf. Und abgekochtes Wasser bestimmt, ne? Bestimmt, ja. So, nützliches Gemüsestärke. Nee, aufbereitetes Wasser braucht man. Braucht noch eine Mutterbeere. Wieso habe ich denn eine Mutterbeere? Ich habe doch 6 gepflanzt. Hä? Eine Mutterbeere nicht abgeerntet? Hallo. Doch, war nicht abgeerntet. Ich hätte gerne wie bei Minecraft eine Trittplatte, dass die Türen automatisch auf und zu gehen. Ja. Das nicht per Hand immer machen muss. Ja, koche Tee und stelle Getränke her. Achievement. Also. Gott, wollen wir denn los? Mhm. Auf geht's. Henry bastelt da irgendwie noch. Okay. Das Todestamburin! Wir haben sie alle! Wir haben die komplette... Wer hat das Tamburin gehabt und hat es nicht benutzt? Ach, das hattest du abgelegt. Ich dachte... Sorry. Ich dachte, das wäre... Ja, ich hab's abgelegt. Es wiegt doch nix. Es wiegt mir zu viel. 0,5. Das ist ein halbes Kilo. Ich habe auch übrigens eine Armbrust und ein Kampfgewehr. Warte mal, konnte ich Kampfgewehr nicht auch benutzen und Sachen herstellen damit? Während Handy auch noch gerade bastelt? Naja. Ich könnte, aber dann brauche ich meinen wichtigen Kleber. Mein Gewehr ist schon wieder gleich kaputt. Es geht echt schnell, ne? Ja. Oh, man braucht so viel Kleber. Ich überlege, ob ich das Kampfgewehr halt. Ach, ich lasse es erstmal noch dabei. Die Armbrust? Wiegt die viel? 7 Kilo die Armbrust? Meine Fresse, warum ist die denn so schwer? Das ist ein Stück Holz mit einem Stück Draht. Ich überlege halt, ob ich die mitnehme, die Armbrust, aber bei 7 Kilo? Stufe 30, dann kann ich meine Power-Rüstung anfangen mitzunehmen. Theoretisch. Jetzt geht ihr los, okay. Dann auf. Gucken, was da jetzt für Monster sind im Flughafen. Bitte nicht im Flugstadt. In der Flugstadt, Flughaus, Flugzeugstadt. Bei mir waren da Dingens. Dingens? Ich nehme mal lieber, glaube ich, jetzt erstmal die Pistole. Mutanten. Mutanten waren bei mir auch, ja. Was okay. Ist das hier? Leuchtendes Harz mitnehmen. Ich glaube, ich würde jetzt mal postulieren, dass entweder ist das System für Survival sehr kaputt, weil man nicht so viele Ressourcen braucht, wie man
denkt. Oder es ist einfach so, dass die im späteren Verlauf diese Boni, die man durch das Essen bekommt, sehr, sehr wichtig werden durch die besonderen Sorten von Essen. Das heißt, also, wenn ich jetzt mir die Hundefutter aus der Dose esse, kriege ich ja auch das Essen, aber ich habe ja keinen Bonus in Form von 20% auf mehr Crit oder so, ja. Kam. Dass das später sehr, sehr wichtig wird. Ich glaube, besser ist hier rechts lang. Rechts lang? Ja. Sehr gut, Flugzeug. Auf in den Kampf. Wir müssen ja nicht in der Sniper-Position von oben. Zwar ganz lustig und so, aber. Ich glaube, du musst da sowieso nur hier oben in das Flugzeug rein. Ja. Stimmt, muss ich eh nur. Och, Nordain. Das kennen wir hier ja eigentlich schon. Das stimmt, ja. Das kennen wir schon. War, ist eine sehr schöne Gegend, definitiv, aber. Ich finde das voll cool gemacht, ja. Ach, da. Da gut. Stand meine Base eigentlich hier unten, quasi unter der Siedlung. Okay. Berggrund. Da ist hier. Bauen und verstärken einen beliebigen Wastelbergbank. Ja, können wir in einem Lager wahrscheinlich, ne? Ja. Ansonsten beim Top of the World ist auch eine. Stimmt. Da musst aber du ja dann eh hin. Ach, danach muss ich mit zum Top of the World jetzt gleich. Du musst dann mit zum Top of the World, okay, weil du hast, gebaut ist. Weil ihr ja noch die schon die nächste Stufe davon habt, weiß ich nicht, wann die beginnt mit dem Schieße ein Karma-Pfeil auf ein Yaogui. Kommt dann. Das kommt dann, wenn du das bei Rose abgegeben hast. Bei Rose? Oh. Rose Tyler. Ja, die ist ein bisschen crazy, die Rose. Sind nicht alle Rose ein bisschen. Sie haben zu viele Mentats genommen. Sie ist also super intelligent. Ich bin bei meiner Basis. Okay. So, begib dich zur nationalen Funkanlage. Hä? Ich muss zur nationalen Funkanlage. Ja, erstmal. Die ist. Ach, die? Oh ja. Sehr weit weg. Soll ich da eben hin teleportieren? Er kommt hinterher. Naja, oder wir gehen dahin. Wir können uns auch da durchkämpfen. Da ist nicht viel zu kämpfen. Aber ist da nicht viel Spannendes, weil da ist zum Beispiel eine süße Blume und eine Hütte steht da auf dem Weg bei der 105. Oh, bei der Blume war ich noch nicht. Dann lass uns doch dahin gehen. Aber dann lass uns doch einfach beim nächsten Mal. Würde ich sagen, oder? Dann haben wir jetzt für die nächste Folge einen Auftrag, da runter zu laufen. Wenn wir dann noch nicht kommen. Augen, Zwinker, Zwinker. Ja, Zwinker. Beim nächsten Mal. So, ne? Tschö, tschö. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!